Baring, die Mitte ist meistens ordentlich. Den Anfang und den Schluss, den werfen Sie lieber weg. Und diesen Rat hätte ich Ihnen gerne gegeben, denn das, was wirklich die Frage ist, die wir zentral heute diskutieren sollten, ist ja die Frage, die Sie in den drei Zentralpunkten aufwerfen. Die Exekutionen, vor allem also des Polizeibataillons 101, die Arbeitslager und die Todesmärsche. Und Sie haben dann etwas gemacht, was meines Erachtens in die falsche Richtung führte. Sie haben sich nicht mit dem beschäftigt, was eigentlich Ihr Thema war, nämlich die Motivation der Täter. Wie kommen Menschen dazu, solche furchtbaren Dinge zu tun? Und ich sehe da von uns, der in diesem Saale ist, kann doch nur hoffen, dass die Toten, die uns zuhören, mit uns einverstanden sind, dass wir die richtigen Fragen erörtern. Aber diese Frage haben Sie dann meiner Ansicht nach in einer Weise zu beantworten versucht, die Ihnen die Kritik aller Forscher auf den Hals ziehen musste. Sie haben nämlich pauschalisiert, Sie haben aus Ihrer berechtigten moralischen Empörung, die ich teile, aus Ihrer Wut im Bauch sozusagen eine These entwickelt, die von vorne bis hinten falsch ist. Zu sagen, dass es in Deutschland über Jahrhunderte einen eliminatorischen Antisemitismus gegeben hat, ist eine historische Lüge. Und zu sagen, dass sozusagen alle deutschen Familienväter, mittleren Beamten, Angestellte, Arbeiter und so weiter imstande gewesen, das Gleiche zu tun, ist auch empirisch nicht nachweisbar. Und indem Sie auf diese alten Kamellen, auf die Thesen zurückgehen, die wir in den ersten Nachkriegsjahren diskutiert haben, tun Sie dem Verständnis und der Aufarbeitung der Vergangenheit einen Bärendienst. Im Grunde genommen sind wir wieder da, wo wir 1945, 46 bis 50, bis die 50er Jahre hinein waren, in einer ganz simplen These, dass sozusagen die ganze deutsche Geschichte auf dieses Ereignis zugelaufen sei. Wir sollten uns konzentrieren auf das, was wirklich Ihr Thema war. Und ich glaube, damit tun wir Ihnen und dem Buch und der Frage den größten Gefallen. Wie kommen Menschen dazu? Wie kommen diese Leute, Sie haben ja wesentlich auf ein Beispiel beschränkt, Sie haben überhaupt relativ selektiv Ihr Material nur herangezogen, um eine sehr weite These zu rechtfertigen. Wie kommen solche Menschen dazu, solche furchtbaren Dinge zu begehen? Denn das muss ich Ihnen sagen, und das ist ein großes Kompliment für Ihre Darstellungskraft. Kaum ist bisher, vielleicht überhaupt noch nicht, von Browning mal abgesehen, die Gräueltaten einzelner Menschen so eindrücklich beschrieben worden. Und das erklärt ja auch sehr weitgehend den Erfolg Ihres Buches, der in dieser Hinsicht mich nicht überrascht. Aber, Herr Baring, über das, was Sie ansprechen können und sollen wir reden. Nur die Menschen, die Bevölkerung erregen sich ja nicht darüber, sondern über die Folgerungen, die gezogen werden. Und sie wollen wissen von Historikern und durchaus auch hier auf diesem Podium, wie Ranke gesagt hat, wie es eigentlich gewesen ist. Das ist ja Ihre Aufgabe und auch Ihre Aufgabe, Daniel Goldhagen. Bitte, als Erwiderung auf das, was bislang gesagt worden ist. First I would like to address what Mr. Baring said. Darf ich reagieren zunächst auf Herrn Baring? He simply doesn't know the literature on antisemitism. Herr Baring, Sie kennen, glaube ich, einfach das Schrifttum nicht zum Antisemitismus, wenn Sie sich so äußern, wie Sie es getan haben. Michael Brumnick hat am letzten Abend in Frankfurt gesagt, und andere in Hamburg sagten es, natürlich war die deutsche Gesellschaft, nicht jeder Einzelne, aber die deutsche Gesellschaft durchzogen vom Antisemitismus im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, noch lange bevor die Nazis an die Macht kamen. Die führenden Forscher zur Frage des Antisemitismus, ich nenne Ihnen gern alle Namen, sind hier einer Meinung und meine Arbeit stützt sich auf Ihre Arbeit. Sie finden alles in den Anmerkungen zum Buch. Wie viele Leute nun antisemitisch waren zu dem einen oder anderen Zeitpunkt, darüber kann man diskutieren. Auch was das Wesen des Antisemitismus ist. Ist er eliminatorisch? Ist er virulent genug, um die Leute zum Mord zu bewegen unter den entsprechenden Rahmenbedingungen? Das sind andere Fragen. Darüber können wir diskutieren. Aber dass Deutschland, die Menschen in Deutschland beseelt waren durch diesen Antisemitismus, das kann man nicht in Zweifel ziehen. Dann kennen Sie die Literatur nicht. Wenn die Deutschen, wie Herr Goldhagen meint, den Völkermord an den Juden so begeistert unterstützt haben, dann hätten sie ja weitgehend davon wissen müssen. Was wussten die Deutschen vom Holocaust? Das Dritte Reich kannte keine Demoskopie. Es ist an der Zeit, nun unsere demoskopische Erhebung einzubringen. Wir haben nach über 5 Jahrzehnten
mit einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zu eruieren versucht, erstens auf das Wissen der Deutschen damals über Massenerschießungen von Juden nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Gefragt wurden nur Bürger über 65. Das Ergebnis ist zumindest überraschend. Selbst mitbekommen haben es 6%. Davon gehört 15%. Erst nach dem Krieg erfahren haben es 76%. 15 und 6 macht 21%. Wenn wir das übertragen sollten, bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber nachträglicher Demoskopie, auf die deutsche Bevölkerung von damals, dann waren das rund 17 Millionen Menschen, die von den Massenerschießungen im Krieg gewusst hätten. Und eine weitere und letzte Frage unserer demoskopischen Erhebung zielte auf das Wissen der Zeitgenossen von damals um die Ermordung von Juden in Konzentrationslagern. Das Ergebnis ist brisant. Selbst mitbekommen haben es 8%, damals davon gehört 19%, erst nach dem Krieg erfahren 70%. 19 und 8 sind 27%. Und nun kann man natürlich fragen, was ist die Nachricht, Herr Baring? Die 27%, die heute zugeben, sie haben es gewusst, oder die 73%, die sagen, sie haben es erst nach dem Krieg erfahren? Ich habe den Eindruck, dass das eine ganz schwierige Frage ist. Und zwar deshalb so schwierig, weil zwischen Wissen und Nichtwissen oder Nichtwissen-Wollen eine große Grauzone besteht. Mir kommt dieser Prozentsatz sehr, sehr hoch vor. Und ich würde ihn, was man ja nicht kann, weil man die Erhebung nicht gesehen hat, bestreiten wollen. Ich würde das mit einem Vergleich versuchen. Als am Anfang des japanisch-amerikanischen Krieges 130.000, glaube ich, Amerikaner japanischen Ursprungs deportiert wurden, hat man ja in der amerikanischen Bevölkerung kaum dagegen protestiert und hat auch sicher nicht angenommen, dass diese Menschen irgendwo umgebracht würden. Sie wurden ja auch nicht umgebracht. Konnte man selbst bei Leuten, die also solche Transporte gesehen haben, nicht Goldhagen sagt an irgendeiner Stelle, Millionen können nicht verschwinden, ohne dass Millionen das wahrnehmen. So war ja die Zahl derer, die aus Deutschland verschwanden, relativ klein. Nicht von dem rund, glaube ich, 500.000, Mommsen weiß das besser, deutschen Juden sind 2/3 ausgewandert, also 1/3 verschwand. Ich glaube, dass also die Deportation als solche von den deutschen Juden von wenigen nur wahrgenommen werden konnte und dass sie dann annahmen, die würden dort in den Lagern umgebracht werden, ist doch für die damalige Zeit eine ganz ungeheuerliche, eine unvorstellbare Idee. Ich glaube selber, dass die Geheimhaltung des Regimes sehr viel mehr funktioniert hat, als das heute wahrgenommen wird. Ich halte das für eine ganz wichtige künftige Forschungsfrage, dem weiter nachzugehen, was die Leute wissen, gewusst haben und auch was sie wissen konnten. Und ich glaube, dass wir außerdem die Frage stellen müssen, was bedeutet eigentlich Wissen in einem solchen Regime? Ich wollte noch einen Nachtrag machen, der die Frage der rechnerisch 27% Wissender betrifft und das etwas hinterfragen. Wir kennen aus den Quellen des Dritten Reiches, insbesondere den Stimmungsberichten, etwas über die Frage, inwieweit die Bevölkerung im Ganzen die Judenvernichtung wahrgenommen hat, dass die Judenverfolgung von der Bevölkerung wahrgenommen worden ist, steht ja außer Zweifel. Ich kann alle dem folgen, was Herr Giordano in dieser Beziehung gesagt hat. Ich sage auch immer, das Reichsgesetzblatt konntet ihr lesen, da waren die ganzen diskriminatorischen Verordnungen drin. Wer behauptet, das nicht zu wissen, bis hin zu der Verordnung, dass Juden keine Kanarienvögel halten dürfen und sich nicht nachträglich schämt, der ist sozusagen in dieser Frage nicht diskussionsfähig. Anders ist die Frage. Anders ist die Frage nach der distinkten Kenntnis des Holocaust als umfassender und auf die Gesamtheit des europäischen Judentums zielende Massenvernichtung. In der Regel war bekannt, dass es Exekutionen gab und man hat dann auch innerhalb des Regimes, gerade von Nazis, das Himmler und bestimmten Radikalinskis zugeschoben. Und das ist nun, da in dem Punkt besteht Einigkeit zwischen
mir und Goldhagen und anderen, das ist nun widerlegt. Es sind sehr viel breitere Gruppen und die Armee, Herr Mende, leider ist eben da auch involviert.